Gut, und ich glaube, ich lasse es mal an dieser Stelle. Ich möchte euch ja in Spannung halten, oder? Für nächste Woche, oder? Wo der zweite Teil kommt, der ist nicht so lang und da haben wir auch Zeit für Fragen. Würde ich mich freuen, wenn ihr da ein paar Fragen einschickt, die aber wirklich mit diesem zu tun haben. Nicht ist wieder Fragen, ja, mein Onkel hat dies und jenes, was wir zu machen, sondern Fragen, die sich schon auf die Borrelien beziehen. Oder Covid-19 bin ich immer offen dafür, da habe ich viel zu sagen.